Man kennt ja, wenn man den Kurs besucht, egal, Kinderkurs, Jugendkurs, Parkkurs, Seniorenkurs, Hobbykurs, dann kennt man einen Tanzlehrer, eine oder eine Assistentin. Was wir gerne machen möchten, die Tanzschule funktioniert nur so gut, weil wir halt sehr viele Assistenten und Assistentinnen haben, die uns unterstützen bei den Kursen. Und Sie kennen vielleicht Ihren Assistenten oder Ihre Assistentin, und wir möchten einmal im Jahr alle quasi vor den Vorhang holen, was ja da sogar stimmt, und sich einmal vorstellen. Da das jetzt doch einige sind, muss ich zu meiner Liste greifen. Wenn ich Ihnen große Grüße sage, korrigierst du mich? Wir werden einmal bei den Namen beginnen. Wir fangen einmal an. Jetzt, sie ist Wiederholungstäterin. Also sie ist jetzt schon länger dabei, unterstützt uns immer wieder in verschiedenen Kursen. Zurzeit, in dieser Saison, ist sie im Parkkurs am Mittwoch in Luxemburg tätig. Kommst du bitte zu uns, liebe Conny. Ihnen allen natürlich jetzt symbolisch für die intensive Arbeit, die sind alle immer mit Begeisterung dabei, das ist eine ganz wichtige Sache, damit auch die Gäste und Kursteilnehmer einfach auch diese Begeisterung mitnehmen. Eine andere, die auch Begeisterung ausgestrahlt, sie hat kurz einmal pausiert, ist aber jetzt wieder dabei. Sie ist dabei am Sonntag in Mödling im Parkkurs, Kathi. Wir machen mit den Damen weiter und wir kommen jetzt zur Familie Frenzel. Und da wird es jetzt schon langsam schwierig, die Liste wird jetzt dann immer länger. Man könnte es durchgehen, das ist Montag ein Parkkurs, Dienstag ein Parkkurs, Mittwoch ein Schreibkurs und die Perfektion, Freitag ein Kidskurs, Sonntag ein Parkkurs und die exzellente Perfektion, also eine ganze Menge zu tun. Ich weiß nicht, ob die Denise irgendwas anderes macht, aber sie ist sehr, sehr fleißig. Vielen Dank, liebe Denise. Noch in der Runde, es macht jetzt keinen Sinn aufzuzählen, wann bis wann. Also ich sage einfach, Dienstag bis Sonntag, alle Kurse von Kids bis Senioren ist sie dabei. Leitet Kurse, ist teilweise auch, also Assistentin ist es dann nicht mehr. Wie nennt man das dann? Ehrenassistentin. Einflüsterin, die manchmal nicht so leise einflüstert. Richtig, also wir sind uns immer nicht ganz einig, wer dann den Kurs führt. Richtig. Also ich glaube, es ist schon ziemlich eindeutig, wer es ist. Ja, meine Frau. Richtig. Danke, liebe Gina. So, wir kommen zu den Herren. Da hätten wir auch einen Wiederholungstäter, auch schon lange bei uns dabei, der jetzt den Kurs jetzt auf der einen Seite fachlich betreut, aber aufgrund seines Hintergrundes auch immer ein bisschen psychologisch die richtigen Worte findet und dem es nie zu tun wird, auch Sachen dann noch 3-4 Mal zu erklären und immer noch freundlich bleibt und es immer noch sehr gerne macht. Vielen Dank, dass du bei uns bist, Patrick. Wir kommen wieder zur Familie. Er hat dann immer wieder ein bisschen Pausen dazwischen gehabt, weil er noch andere Tätigkeiten hat, ist aber immer noch sehr viel bei uns tätig. Ich kenne noch Fußballspiele in der Tanzschule, das hat sich jetzt gewandt, er hat jetzt doch die Tanzschuhe umgeschnallt und tanzt sehr viel und hilft sehr viel aus, ist auch für den Bällen sehr viel. Danke, lieber Dominik.
schaut halt nur auf seine Linie, muss ich verstehen. Als ob der notwendig hätte. So, dann gibt es noch einen, der jetzt hinter der ganzen Sache steht. Weil es geht jetzt nicht nur darum, die Kurse zu führen, das ist das, was Sie vielleicht als unsere Gäste sehen. Aber da steckt ja viel mehr dahinter. Da steckt auf der einen Seite viele Balleröffnungen dahinter, da steckt viel Organisation dahinter, viele, viele andere Dinge, die so im Hintergrund passieren. Und wenn es irgendwelche Fliesen sind, die mal gelegt werden müssen, und wenn es mal Sachen, die sonst geändert werden müssen, dann gibt es einen, der also viel, viel Zeit dort verbringt, Montag bis Sonntag in der Tanzschule anzutreffen ist, und wenn nicht der Tanzschule ist, dann ist er in irgendeiner externen Laxenburg oder hält irgendwo Kurse in Schulen. Er ist viel unterwegs, seit vielen, vielen Jahren hat er ein großes Erbe angetreten, hat mit der Tanzschule Frenzen einen großen Namen übernommen, und ich denke, führt ihn sehr, sehr erfolgreich weiter. Lieber Richard, dein Applaus. So wunderbar, die Ankündigungen, und immer hat er Geschichten dazu, und er bereitet sich davor, und das ist auch immer, das darf man nicht vergessen, das ist nicht, er kommt nicht nur auf den Ball, so, und jetzt hält er seine Moderation, da gibt es Vorbereitungen, und er ich ist... Ich fange auch den Leuten auf die Nerven, wenn ich nicht mehr wissen wollte, was passiert denn eigentlich, und welche Kostüme gibt es dieses Jahr? Ja, man muss sich das vorstellen, er ist ja auch für die Beleuchtung zuständig, also alles, was man hier jetzt sieht, geht nach dem Erwin seinen Kopf, was die Beleuchtung betrifft. Und das macht sehr viel aus, wenn man weiß, ja, wie dementsprechend auch die Vorführungen sind. Deswegen fragt er auch nach den Kostümen, welche Farbe werden sie haben. Er fragt schon 4 Monate vorher, welche Farbe die Kostüme haben werden. Wir sind noch nicht einmal beim Einstudieren. Ja? Also so geht es einmal los. Aber wie gesagt, danke Erwin, und für dich auch ein großes Merci. So, jetzt kennen Sie das Team der Tanzschule Frenzen, jetzt werden die Leute mal mit der Lektion über den Weg laufen, gerne auch fragen, wenn Sie einmal nicht im Kurs sind. Schön, dass Sie unser Gäste sind, dass Sie uns die Treue halten schon seit vielen Jahren, und ich hoffe, Sie bleiben auch weiterhin bei uns. Wir, das Team Tanzschule Frenzen, bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön.